Ja, ahoi, moin moin und wunderschönen guten Tag. Willkommen zum Passenger Train Simulator 2015, wie es aussieht. Ja, ich hoffe, das wird die Bombe überhaupt. Sieht auf dem Bild hier schon mal super aus. Ich hoffe, die Grafik im Spiel ist dann schlechter. Nein, besser. Und zwar ist es so, dass das jetzt ein Let's Test wird. Wird wahrscheinlich auch schon im Titel stehen. Naja, gut, okay. Egal, wir gucken mal in die Optionen. Lautstärke. Wow. Oh. Oh. Oh, ist das laut. So, ich mach mir das mal auf 30. Ja, doch, so ist angenehm. So. Tja, viel gab's nicht einzustellen. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit einem neuen Spiel. Player. Der Player. Wie heißt denn der Player? Wie heißt denn so ein Durchschnitts-Lokführer? Lokfahrer, Zugfahrer, Triebwagen, Steuerer, Beschleuniger, Bremser. Wie nennt man das? Vielleicht ein Herr Schulz? Martin Schulz? Ja, ich glaube, Schulz ist okay. Schulz. Ach so, nee, komm, wir sind hier. Ja, Herr Schluck. Oder Herr Specht? Nein, egal. Herr Schluck, wir trinken auch hinterm Steuer. Steuer? Nee, die haben doch bloß Gaspedal und Bremse, oder? Die müssen ja nicht mal lenken. Die müssen doch bloß Gas geben und wieder bremsen. Na, wenn wir das mal nicht hinkriegen, dann weiß ich auch nicht. Okay, der Herr Schluckspecht, fortsetzen. Hier haben wir GG1-Lok vom Hauptbahnhof entfernt. Was heißt das? Oh, das dürfen wir noch nicht. Zum Hauptbahnhof ankommen. Entfernt ankommen. Oh, der sieht schnell aus. Naja, gut, okay, dann fangen wir mal hier ganz klein an. Fortsetzen. So, jetzt wird's geladen. Wir dürfen gespannt sein. Passenger Train Simulator. Okay, und da sind wir. Abstand 0,23 Kilometer. Zeit 40 Sekunden. Geschwindigkeit 0. Drossel, Bremse. Wie ist die Steuerung? Warte mal, ich drück einfach mal wild irgendwelche Knöpfe. Ah! Oh, und ab geht die wilde Fahrt. Erstmal schön die Grafik genießen, das ist ja wirklich ein Träumchen. So, oh, wir haben bloß begrenzt Zeit. Na, jetzt aber schnell in den Bahnhof. Oh, ich denke mal, bis da vorne müssen wir hin. Und? Hallo? Nee, echt jetzt? Komm. Hallo? Ja. Boah, was soll ich sagen? Ich hätte schwören können, wir standen drin. Aber okay. Vielleicht müssen wir doch noch einen Meter drüber. Wir gucken mal. So, wir geben erstmal Vollgas hier. Wir haben ja keine Zeit. Oh. Na, komm schon. Jetzt, okay. Ha, wäre doch gelacht gewesen. Was ist denn jetzt? Sind die jetzt eingestiegen? Ach so, wir dürfen losfahren. Na dann, Feuer frei. Bremse los, Feuers und hier im 5. So, Geschwindigkeit 30. Ah, Zeit zum Grafik genießen. Ja, okay, mit Genuss ist hier nicht viel. Oh, jetzt ist aber ganz schön laut bei mir auf den Ohren. Ich höre die Musik gar nicht mehr. Deswegen konnte man die Musik so laut machen. Jetzt macht das alles einen Sinn. Ach, wir sind zu schnell, oder was? Ach, okay, wenn jetzt hier eine Kurve kommt, dürfen wir nicht so schnell fahren wahrscheinlich. Äh...
Okay, durch die Kurve dürfen wir nicht schneller als 50. Und warum sind denn hier so viele Kurven? Das darf doch nicht wahr sein. Okay, ja, was soll man zur Grafik sagen? Es ist jämmerlich. Ich würde sagen, ich verziehe mich ins Bordrestaurant. So, komm, Feuers. Scheiß auf Kurven hier. Nein, nee. Wir wollen ja nicht, dass der Zug entgleist. Dieser wunderschöne Zug. Sieht aus wie irgendein hässliches Tier oder so. Ist da schon der Bahnhof? Ja, ne? Da sollen wir bestimmt ankommen. So, dann bin ich mal gespannt. Voll Ballett reinrauschen da. So, Leute, Platz da. Hier komm ich. Wir haben keine Zeit. Vollbremsung. Na komm schon. Wollte er wohl sagen. So, perfekt. Hallo? Wir sind im Ziel. Hallo, es leuchtet grün. Es leuchtet doch grün, oder nicht? Jetzt sagt mal, leuchtet es grün oder nicht? Was zur verflixten Hölle? Ja, Entschuldigung. Ich verstehe es nur nicht. Ich will es doch nur verstehen. So, komm, wir probieren es nochmal. Ein Versuch gebe ich. Gestehe ich noch ein. Aber dann ist auch hier bei mir irgendwann mal der Ofen aus. Mal gucken. Weil wir waren auf jeden Fall im Bahnhof. Es hat grün geleuchtet. So. Leuchtet grün. Ja, jetzt seht es. Es ist doch... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. So, jetzt Vollgas. Wollen wir doch mal sehen. Durch die Kurven, da bügeln wir jetzt so durch. Das ist mir egal, sag ich mal. Ja, Geschwindigkeit. Ja, ist schon klar. Schon klar, wie eben einfach Vollgas hier. Kann ja schon passieren. Ein paar Omis wird schlecht. Mehr nicht. So, mehr als 89 bringt das Ding nicht. Na, das wird doch wohl in den Kurven halten, denke ich, oder? Wir haben auf jeden Fall keine Zeit. So viel steht fest. Ey, das war schon. Was? Boah, ehrlich? Das ging doch... Also jetzt gerade in dem Moment ging es doch bloß... Geradeaus, oder? Okay, das ist also auch nicht cool. So, jetzt allerletzter Versuch. Danach ist Feierabend. Weil Grafik ist Mist, Gameplay ist... Da will ich erst gar nicht von anfangen. Gut, aber... An und für sich, das Ding ist ja für Ome und das hat ja auch einen Grund. Was? Absturz! Sie sollten mit dem Zug in der Stopposition zustoppen. Null erreichen Distanz und vollständig den Zug anhalten. Stellen Sie den Gashebel auf Null und setzen auf die Bremse. Zu diesem Zeitpunkt muss der Stopposition grün. Ach so, so ist das also. Ah, klar, jetzt ist das mir Zug. Gut, ich habe auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, jetzt die allerletzte Chance. Positionsstoppzug muss grün. Drücken Sie F1 um Hilfe. Nee, ich um F1 Hilfe nicht. Niemals. Niemals F1 sich um Hilfe hier, ihr
Verbrecher. Das war doch eine Punktlandung. Das war ein Millimeter drüber. Ein Millimeter. Millimeter, Millimeter. Oh, ich dachte schon, der... Ja, wie weit? Jetzt ist doch grün. Du Scheißspiel. So. Das will mich fertig machen. Bloß weil ich ein bisschen über die Grafik gelästert habe. Und gesagt habe, dass es sehr laut ist. So, habe ich schon mal was vom letzten Versuch erzählt? Hm? Habe ich? Habe ich? Ich weiß nicht. Ja, wir gucken mal. Letzter Versuch. So, ihr Lappen. Boah, ich dachte schon, jetzt Kling macht er noch den Millimeter drüber, aber nein, hat er nicht gemacht. So, und feuerst. So, diesmal fahren wir nicht 89, sondern wir versuchen es mal mit 85. Nee, ein bisschen weniger schon. Aber an und für sich haben wir doch keine Zeit. So, aber hier gibt es auch keine Geschwindigkeitsstufe, wo er denn wirklich die 50 km/h hält. Wie schnell fährt er denn damit? Da fährt er auch. Also, weiß ich nicht. Die Stufe ist zu langsam, da fährt er dann, weiß ich nicht, 40. Und mit der nächsten fährt er schon fast 70. Das ist, weiß ich nicht. Das ist mir ein bisschen wenig, muss ich jetzt mal so sagen. Das geht so nicht. Müssen wir mal schummeln, so immer mal ein bisschen drüber. Gucken, sind wir jetzt da? Die sind jetzt wieder auf gerader Strecke. Dann machen wir wieder ein bisschen schneller. So, Kurve, Kurve, Kurve. Ja, 50 ist ja gut. So. Ja, alles im grünen Bereich, oder? 53 Sekunden haben wir noch. Ach, aye. So kann man gar nicht die tolle Grafik genießen. Hast gehört? Hast gehört? Spiel? Tolle Grafik, habe ich gesagt. Oh, 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 oh. Nicht, dass wir in den Bahnhof rein entgleisen. Das wäre ja... tja, fatal. So. Oh. Stopp, 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 stopp. Der macht schon wieder nicht die Türen auf. Muss ich irgendwas drücken? Hallo? Jetzt macht die scheiß Türen auf. Es ist doch wirklich... Also, tja. Was soll ich sagen? Ein super klasse Spiel. Grafisch. Grafisch wirklich... State of the Art, möchte man sagen. Also das Ding sieht ja geleckt, da weiß man jetzt nicht, sitze ich im Zug und gucke aus dem Fenster oder weiß ich nicht, habe ich meine Brille nicht auf. Tja, was gibt's noch weiter zu sagen? Die Steuerung, ja, Gas geben, bremsen, ja, geht. Gameplay an sich ganz, ganz groß, setzt neue Maßstäbe. Es gibt praktisch keine Bugs, keine Fehler. Wenn man auf der Stelle steht, steht man auf der Stelle. Da gibt's nichts dran zu rütteln. Also, weiß ich nicht. Super, 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 super. Die sollten, weiß ich nicht, Schiedsrichter in irgendwelchen wichtigen Länderspielen sein oder so. Okay. Abschließend ist zu sagen, was ein Müll. So, fliegt direkt wieder vom Rechner. Ciao. Was ein Quark.